1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit Games Island. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor und wir setzen die Deep Dive-Reihe fort. Die Gaunt's Ghost-Sachen, also Sabbath Crusade, habe ich ja, soweit wie Bücher bisher erschienen sind, mittlerweile abgeschlossen mit, glaube ich, fast 20 Folgen. Und ich hatte ja zugesagt, dass ich mir so ein paar anderen Ereignissen, Aspekten in dieser Geschichte 30k, 40k zuwenden will. Und das eine Sache, die nachgefragt wurde und wo ich jetzt gerade dabei bin, mich einzuarbeiten, ist dieser ganze Storybogen im Rahmen der Horus-Heresie rund um Istvan, also die Landefeld-Massaker. Was passiert da? Wer sind die involvierten Parteien? Welche individuellen Konflikte sind da teilweise zwischen auch Primarchen ausgetragen worden? So eine Dinger. Das wird keine 20-Folgen-Serie jetzt nur zu Istvan, aber ich will mir ein paar Sachen ein bisschen genauer angucken. Das hat jetzt in der ersten Folge will ich darauf eingehen, warum ist dieses Ereignis so singulär und individuell wichtig für die ganze Storyline rund um den, um die Horus-Heresie, um diesen Konflikt zwischen den Legionen, den großen Bruderkrieg. Und zwar ist das ja einerseits die Sache, die Rebellion, die Heresie hat eigentlich schon begonnen, der Boden ist bereitet, die Sons of Horus haben bereits rebelliert, Mortarion, Angron und Fulgrim sind bereits im offenen Aufstand. Es gibt eine Vorgeschichte, auf die ich dann, wie gesagt, in einem späteren Video auch mal zielgerichtet eingehen werde. Und der Imperator ist über diesen Verrat informiert. Die loyalen Legionen, die losgeschickt worden sind, oder zumindest nominell loyalen Legionen, sind unterwegs, sind auch bereits eingetroffen. Also wir haben die Iron Hands, wir haben die Raven Guard und die Salamanders. Wir haben natürlich dazu noch Nightlords, Wordbearers, Alpha-Legion und ich glaube, ja, doch die Iron Warriors. Das bedeutet, wir haben hier ein Aufeinandertreffen, das ist zum ersten Mal dieses Aufeinandertreffen mehrerer Legionen. Also der große offene Konflikt ist gerade dabei loszubrechen. Wir haben jede Menge Primarchen auf einem Haufen, wo sich Rivalitäten natürlich bahnbrechen, wo Konflikte oder beziehungsweise auch Streitigkeiten, so diese Streit unter Geschwistern, eine Eskalationsstufe erreicht, die bis dahin nicht da gewesen ist, trotz des Streits, den es zwischen Primarchen immer wieder gegeben hat. Wir haben aber auch Teile des Imperiums, die überhaupt noch nicht wissen, was da passiert. Und wir haben ein Imperium, das noch nicht verinnerlicht oder durchgeleitet hat, welche Größenordnung dieser Konflikt haben wird, weil es überhaupt noch nicht absehbar ist für die ganzen Beteiligten. Ob der Imperator das weiß, ist an der Stelle zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Er und Malkador haben vielleicht eine Ahnung. Der Imperator weiß zumindest, dass es natürlich Schicksals- und Ereigniszeitlinien gibt, wo es zu diesem großen Konflikt kommen kann, kommen wird. Aber wie er selber irgendwann in einer Kurzgeschichte, glaube ich mal, sagt, er ist in der Lage, in Anführungsstrichen alle Zeitlinien zu sehen, aber weiß nicht, welche Zeitlinie eintreten wird oder ausgelöst wird durch welche Entscheidung. Es bedeutet, es ist auch nicht so, dass er da jetzt gerade die drei loyalen Legionen in den Tod schickt, in dem Wissen, dass die Verstärkungslegionen schon längst Verrat geübt haben. Das ist an der Stelle auch für den Imperator gar nicht klar. Und natürlich ist der Imperator, auch wenn das ganz oft so nicht explizit gesagt wird, natürlich hat auch der Imperator Hoffnung. Er hofft natürlich, dass er seinen Lieblingssohn da unter Kontrolle kriegt, diesen Verrat, diese Rebellion möglichst schnell niederzuschlagen, weil er natürlich ein größeres Ziel, ein wichtigeres Ziel hat. Und da ist jetzt Istvan so ein Wendepunkt, so ein Angelpunkt, an dem die Geschichte kippt, an dem die Ereignisse kippen und an der dann die Horus-Heresie tatsächlich losbricht. Und wir haben ja eine ganze Menge auch starke Figuren, starke Charaktere, die da involviert sind. Wir haben natürlich Horus, der offen die Rebellion losgetreten hat. Wir haben drei Primarchen, die sich bereits auf dem Weg
in die engere Gefolgschaft eines Chaosgottes befinden. Wir haben Fulgrim, der längst in die Richtung Slaanesh abgerutscht ist. Wir haben Angron, der natürlich auf einem guten Weg dahin ist, der Champion, der Dämonenprimarch des Korn zu werden. Wir haben Mortarion, der an der Stelle tatsächlich noch nicht gefährdet ist. Also bisher, der noch nicht dieses Ding abkippt mit Nörgel, weil das erst später passiert. Und dann haben wir die Legionen, die nicht einer bestimmten Chaosgottheit später zugeordnet sind. Die Thousand Suns sind an der Stelle noch nicht involviert. Da kommt natürlich noch die ganze Nummer mit Magnus warnt den Imperator. Und dieser ganzen Sache, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das vor Istvan oder danach passiert. Ich bitte darum, korrigiert mich da in den Kommentaren, weil wie gesagt, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, es passiert nach Istvan. Hab die Bücher aber nicht mehr alle im Kopf, sind auch einfach zu viele und natürlich die verschiedenen Blickwinkel, aus denen das erzählt wird. Das ist so die eine Nummer, die eine Ebene. Wir haben ein Imperium, das eigentlich auf Expansionskurs ist und dabei natürlich mit den Legionen auch diese Speerspitzen hat, die diese Expansion nach vorne treiben und die natürlich auch ja Legionen hat, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in diese Ereignisse involviert sind, sondern noch völlig darauf fokussiert sind, diese Expansion voranzutreiben. Die Ultramarines sind in dem Moment noch gar nicht involviert. Die White Scars ebenfalls nicht. Auch die Dark Angels haben an der Stelle tatsächlich noch gar keine Ahnung von den Ereignissen, die ihnen blühen und die ja ihre Legion zerbrechen werden. Das bedeutet, wir haben Legionen, die sind schon mittendrin, auf Verräterseite wie auch auf Loyalistenseite. Und wir haben Legionen, die sind noch vollkommen unberührt von diesen Ereignissen. Oder unberührt stimmt tatsächlich nicht ganz, weil natürlich gerade die Wordbearers versucht haben, schon über lange Zeit den Boden zu bereiten. Wir haben ja dieses Thema Kriegerlogen innerhalb der Legion, die ja in fast allen Legionen existent sind und versuchen, diese Loyalität auch gegenüber Primarchen oder gegenüber dem Imperium zu unterminieren. Das sind ja alles Dinge, die passieren längst. Und jetzt kommen wir zu Istvan. Jetzt kommen wir zu einem Konflikt, den die loyalen Legionen glauben, relativ leicht gewinnen zu können, weil sie sagen so, ey, wir haben 4 Legionen auf Verräterseite, wir haben aber 7 Legionen auf Loyalistenseite. Also sozusagen der Sieg ist mehr oder weniger garantiert. Das Ganze beeinflusst natürlich teilweise durch Ruhm und Rachsucht. Gerade Ferrus Manus ist da so ein Thema, wo ich dann in einem eigenen Video drauf eingehen werde, der eben nicht bereit ist zu warten auf die anderen Legionen, der einfach der Meinung ist, ich gehe jetzt mit meinen Veteranen los. Ich warte auch gar nicht auf den Rest meiner Legion, die später kommen, weil die Schiffe langsamer sind, sondern er will sich sehr gezielt und sofort mit seinem ehemaligen Lieblingsbruder Fulgrim anlegen. Fulgrim hatte versucht, ihn auf die Seite der Verräter zu ziehen und Ferrus Manus hat ihn zwar vertrieben, ihn aber gehen lassen und jetzt treffen die beiden aufeinander. Das bedeutet, wir haben dann einen sehr, sehr deutlichen und extremen 1:1 Konflikt. Wir haben mit den Salamanders und der Raven Guard 2 Legionen, die bisher noch gar nicht so die große Bühne betreten haben. Also wir müssen uns ja ins Gedächtnis rufen, die Ereignisse von Istvan finden ja schon im Rahmen der ersten Romantrilogie statt. Das bedeutet, also mittlerweile, glaube ich, 20 Jahre her oder wie lange gibt es mittlerweile die Horus-Heresy-Romane, wird natürlich später aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt. Und Istvan ist bedeutend für die Veränderung und für die Entwicklung aller beteiligten Legionen. Natürlich für die Loyalisten-Legionen, wo dann die Shattered Legions am Ende haben, die stark zusammengeschossen werden, aber auch für Legionen wie beispielsweise die World Eaters, die die Gelegenheit nutzen, genau wie alle anderen Verräterlegionen, um Loyalisten in ihren eigenen Reihen auszuschalten. Also wo es ja auch tatsächlich zu aktiven Kämpfen zwischen den jeweiligen Primarchen und ihren eigenen Söhnen kommt. Wo die Söhne dieser Primarchen auch so ein Stück dran, ja, ich würde fast sagen, verzweifeln, weil ihre Vaterfigur alles verrät, wofür diese Legionen eigentlich stehen und die in diesem Konflikt zwischen Loyalität gegenüber dem Imperium und dem Imperator und Loyalität gegenüber ihrer Vaterfigur stecken. All das kulminiert in den Ereignissen von Istvan. Das hat langfristige Konsequenzen für alle beteiligten Legionen, auch für die Primarchen, denn auch die Primarchen bleiben ja da auch emotional oder persönlich nicht unverletzt.
selbst Angron, also ich nehme Angron einfach als gut funktionierendes Beispiel, der ja mit Verlusten keine Probleme hat, der auch kein Problem damit hat, wenn seine eigenen Söhne fallen. Der begibt sich in den direkten Konflikt mit den Söhnen, die loyal bleiben und respektiert, dass sie sich gegen ihn entscheiden, dass sie die Loyalität gegenüber dem Imperium höher stellen und deswegen das tun, was sie am besten können, nämlich kämpfen und zum Angriff übergehen und ihr Schicksal nicht einfach hinnehmen. Also hier haben wir auch eine Entwicklung des Verständnisses oder der Wahrnehmung der Legionen untereinander und intern. Und jede der Legionen, die Istvan miterlebt in irgendeiner Form, geht daraus verändert hervor. Die Wordbearers noch am wenigsten, weil die natürlich an vielen Stellen diejenigen sind, die das Ganze vorangetrieben haben, die so stark manipulativ unterwegs sind. Aber wir haben keine Legion, die unverändert aus der Nummer herausgeht. Und wir haben natürlich gerade in den Führungsebenen der Legionen eine starke Veränderung, weil wichtige Figuren aus diesen Führungsebenen eben nicht loyal zu ihren Primarchen stehen. Also natürlich die offensichtlichsten sind natürlich Gavriel Loken, Nathaniel Garrow, das sind so Persönlichkeiten. Wir haben aber auch zum Beispiel Karn bei den World Eaters, der loyal zu seinem Primarchen steht, der aber diese ganzen Ereignisse und diese Entscheidung sehr eindeutig kritisch sieht. Also der seinen Primarchen unterstützt aus Loyalitätsgründen, aber nicht aus einer Überzeugung heraus. Und der zu dem Zeitpunkt ja noch weit davon entfernt ist, dieser große Champion des Khorne zu werden. Wir haben innerhalb zum Beispiel des Mournivals bei den Sons of Horus, wo das Mournival auf Istvan zerbricht, weil die Hälfte loyal zum Imperium steht und die Hälfte loyal zu Horus. Wir haben also da ganz starke Veränderungen. Wir haben da die ersten Anklänge eben mit Gavriel Loken und Nathaniel Garrow, die sich dann in Richtung der Knights Errant für Malkador entwickeln. Also für mich ist deswegen Istvan so spannend, weil ganz, ganz viele Plotstränge, die dann später über fast 70 Romane aufgebaut und entwickelt und eben irgendwann auch abgeschlossen werden, werden auf Istvan ausgelöst. Ja, bestimmte Sachen passieren vorher schon, aber das ist der Kick-Off-Punkt. Und genau deswegen finde ich Istvan als Ereignis so spannend, will da ein bisschen genauer reingucken, was passiert bei den einzelnen Figuren, die beteiligt sind. Seht es mir nach, wenn ich nicht alles im Blick behalte. Istvan taucht in so vielen Romanen auf, das kann ich einerseits nicht komplett im Kopf behalten. Teilweise ist es auch schon eine Weile her, dass ich Romane gelesen habe. Habe sie teilweise auch einfach nicht mehr im Regal stehen, muss also mich so ein bisschen auf Drittquellenrecherche stützen, um bestimmte Sachen nochmal nachzusehen. Und glaube aber trotzdem einen einigermaßen guten Überblick zu haben. Und wenn ihr jetzt sagt, so hey, du willst die Romane haben, bei mir liegen sie nur rum, du kannst sie gerne haben. Ich werde mich nicht dagegen wehren, wenn ihr mir Recherchematerial zur Verfügung stellt. So, wie gesagt, das soll jetzt die Kick-Off-Folge, die Startfolge für das Thema Istvan im Rahmen der Horus-Heresie gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt da Interesse dran. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wie üblich auch die Bitte, wenn ihr bestimmte Ereignisse oder Storybögen im 40K näher betrachtet haben wollt, in so einer Deep Dive-Reihe. Auch das gerne in die Kommentare, weil dann kann ich schauen, was gibt es an Material? Kann ich das recherchieren? Lohnt das für mehr als ein Einzelvideo? Und damit bin ich für heute auch schon durch. Lasse wie üblich das ganze YouTube-Ding durchlaufen. Das bedeutet, ein Like geben, den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Glocke setzen, Interaktion in Form von Kommentaren. Ich weiß, das nervt. Ich weiß, das hört man bei jedem Kanal. Dummerweise bestraft der YouTube-Algorithmus Content-Creator, wo der Kanal sich nicht weiterentwickelt im Sinne von Abos, Aufrufzahlen und Ähnliches. Dann wird man irgendwann seltener vorgeschlagen. Das ganze Spielchen, wie das Ganze funktioniert, haben andere Leute hier auf dieser Plattform schon deutlich besser erklärt, als ich das je könnte. Und damit bin ich für heute durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.